Ein kalter Montagmorgen im Jahr 1851. Moritz Schreber beginnt mit seiner Arbeit. Der Leipziger Arzt ist berühmt für seine selbst entworfenen orthopädischen Apparaturen. Mechanische Hilfen zur Erziehung aufrechter Menschen. Gerader Rücken, gerader Geist. Und wie zumeist sind es seine Söhne Gustav und Paul, die als erste Patienten in den Genuss der väterlichen Erfindungen kommen. Mehr als ein halbes Jahrhundert später sind es in ganz Deutschland Zehntausende, die in Schrebervereinen organisiert nach Feierabend an die Ränder der Städte ziehen. Schrebers Vision von zum guten, formbaren Menschen wird nun an Radieschenbeeten und Apfelbäumen durchexerziert. Posthum ist der Orthopäde zum Schutzpatron der Kleingärtner aufgestiegen. Der Name Schreber wird zum Synonym für Vereinsmeierei und Laubenpieperglück. Zur gleichen Zeit sitzt Schrebers Sohn Paul in der Nervenheilanstalt Leipzig-Dösen. Schon Jahre zuvor hat sich sein Bruder Gustav das Leben genommen. Privat scheint der Orthopäde und Volksaufklärer Moritz Schreber kläglich gescheitert. Doch haben tatsächlich Schrebers Erziehungsmethoden, die Visionen des deutschen Kleingartenpaten, die eigenen Kinder in Tod und Wahnsinn getrieben?